Schönen guten Tag, herzlich willkommen, Brettkollegen, eine neue Folge. Ich proste erstmal auf uns selbst, denn das ist die 50. Episode von Brettkollegen. Ich denke, das ist ein Schluck Bierchen wert. Das gönne ich mir aber gleich. Heute geht es erstmal um eine andere Party, und zwar die Premiere vom neuen Paul-Video Fun. Die findet im Münsteraner Titus Rollsport statt. Die ziehen wir uns rein, wird großartig. Und das seht ihr jetzt. Schon Knaller, also die Jungs sind ein bisschen runtergehüpft, glaube ich, ein paar Stufen. Ne? Die haben auf jeden Fall die Eier dazu, drauf zu springen. Nicht so wie ich, der 50.000 Mal anfährt und nicht drauf springt, ja? Ja, danke. Ja, aber auf jeden Fall, also wenn Arto ja, ein Typ geworden wäre, dann hätte er die Jungs auf jeden Fall nass gemacht, ja? Ganz sicher. Aber er genießt ganz sicher, ja. Weil Arto ein Genießer ist. Das Video war super. Ist jetzt gerade zu Ende gegangen und erster Part war für mich der beste Part. Schöner Styler, Josh Harkins, super Typ, kannte ich vorher aber schon irgendwer. Letzter Part war auch krass, guter letzter Trick, dicker Tailslide, oder dicker Hilly, hast du gesagt. War auf jeden Fall nicht schlecht und war gute Stimmung,
Aber irgendwie alles ein bisschen kurz, das ganze Video. Aber sonst war es super gut. Ja, Jordan Hoffart hat den letzten Trick in dem Video, ne? Aber eigentlich war es Hilly, ja? Der hat einen Testlight gemacht. Und dann haben sie seine Gesichter rein retuschiert, ja? Photoshop. Das war, ja. Eigentlich hat er den Too Fakey gemacht am Anfang. Und dann haben wir gesagt, komm, damit es nicht sehr nach Hilly aussieht, hat er normal rausgemacht. Und ja, so viel zu dem Video, ne? Das ist eigentlich er hier gewesen. Und ja, keine Ahnung. Dala, dala! Hätte ich nicht gedacht, dass Paul noch was raushaut. Denkt immer Paul, alte Leute und so. Aber da waren ordentliche Kanonen bei. Kanonen? Funny ist das Video, fanden wir definitiv. Ich denke, die perfekte Atmosphäre für unseren 50. Clip war gut. Das Paul-Video hat gerockt und ich bin raus.